Hallo, guten Morgen. Wer ist denn schon wach? Ja, bei mir brennt es auf der Seele. Und zwar, natürlich ist es nicht erst seit heute, sondern ich mache mir natürlich schon eine ganze Zeit lang Gedanken. Ja, genau. Also in 2 Tagen, heute ist ja der 12. Juli 1918, habe ich angefangen, mich öffentlich zu outen sozusagen. Ich habe 12 Tage vor meinem 50. Geburtstag angefangen, meine Wahrheit zu sprechen. Und zwar als tägliche kleine Videos, als Geburtstagschallenge. Genauso hat es angefangen. Als Geburtstagschallenge, habe ich mich gezeigt, wer ich wirklich bin. Dachte ich damals, wow, jetzt mache ich meinen Mund auf, jetzt dürfen die Leute mich sehen, jetzt spreche ich über Dinge und tue kund, was für mich wichtig ist und zeige mich den Menschen so, wie ich bin, dachte ich damals. Großes, so, ja, hallo und ich traue mich endlich. Ja, heute ein Jahr später bin ich natürlich schon einen ganzen Schritt weiter, aber es war damals wirklich noch so, oh Mäusig, oh mein Gott, jetzt mache ich endlich meinen Mund auf und jetzt erzähle ich mal, was ich wirklich meine. Aber hoffentlich sieht mich doch nicht wirklich jeder und nicht zu viele und was die Leute alle noch denken und so weiter und so fort. Aber es war der Auftakt für meine Reise, es war eine Entscheidung, die ganz, ganz wichtig war. Auftakt zu mir selber, meine Reise zu dem, was ich wirklich bin und was ich sein möchte, weil jeder ist ja nur das, was er sein will. Wir müssen ja nichts, wir sind ja nichts, wir sind ja nicht das, was wir glauben, was wir sein müssen, weil wir so sozialisiert sind, sondern wir können sein, was wir wollen. Und ja, das habe ich rausgefunden. Immer mehr bin ich in meine Kraft reingetreten, respektive ich habe meine Kraft zugelassen. Wie wir alle unsere Kraft in uns tragen und uns so viel Angst haben, dass wenn wir zu stark sind, dass wir dann Ablehnung bekommen, dass wenn wir zu stark sind, dass wir dann nicht geliebt werden oder dass wir nicht reinpassen oder dass wir allein sind. Und ja. Worauf warten wir noch? Auf irgendeinen Prinz oder eine Prinzessin, die kommt, oh, du bist so toll, du bist so gut, wie du bist. Und nachher, diesen Prinzen hatte ich und ich konnte es nicht glauben. Ich konnte es nicht glauben. Ich habe so viel Fehler an mir gesehen und ich war damals noch, habe mich so klein und habe mich so leidend auch trotzdem noch gefühlt. Ich bin rausgegangen als eine, die ja jetzt den ersten Schritt macht, aber innerlich, in sich drin, habe ich immer noch nicht geglaubt, dass ich das sein darf, was ich sein will. Ich habe einfach nicht geglaubt, dass es einfach nur meine Entscheidung ist, meine Entscheidung alleine, wer ich sein will, wie ich leben will, wie ich mich fühlen will, wie ich die Welt sehe und welche Regeln ich aufstelle. Ob ich Regeln aufstelle, die sagen, oh, das Leben ist so schwer, es ist so anstrengend und alle sind so böse zu mir und keiner unterstützt mich. Oder ob ich Regeln aufstelle und sage, es ist völlig okay, was ich will. Aber ich muss mir auch eingestehen, was ich will. Ich muss mir eingestehen, wie ich leben will. Muss mir eingestehen, wie ich mich fühlen will. Ich muss mir alles erstmal eingestehen und zwar nicht, was ich mir erlaube zu wollen, sondern was ich wirklich, wirklich, wirklich will. Und das war für mich so ein riesenlanger Prozess. Das hat so lange gedauert, so in kleinen Schrittchen, Schrittchen. Ja, darf ich denn das wollen? Darf ich denn das wollen? Darf ich das denn das wollen? Weil ich mich trotzdem immer noch irgendwie so gefühlt habe, oh, vielleicht will ich zu viel, dann bin ich gierig, dann sagt man mir, ich bin wieder zu dominant, dann sagt man mir wieder, ich will immer im Mittelpunkt stehen. Und all diese Sachen, die passieren nur, wenn du nicht authentisch bist. Das heißt, wenn da ein Gap ist, wenn du Angst hast, das zu wollen, was du wirklich willst, und gleichzeitig aber versuchst du zu tun, als seist du diejenige, die das wirklich will. Verstehst du? Und diese Dissonanz, diese nicht konsequente, klare Schwingung, die erlaubt es dir nicht, komplett
komplett das zu sein, was du willst. Und du bist mal so, ja, ich darf nicht, aber ich will doch, ja, ich darf nicht, aber ich will doch. Und so fährst du dann im Eierkurs durchs Leben und eckst immer wieder an, weil du keine klare Linie hast, weil du nicht weißt, wer du sein willst, weil du nicht weißt, dass du sein darfst, wer du bist, und weil du auch nicht weißt, dass es nicht davon abhängt, ob du geliebt und anerkannt und unterstützt wirst, wie sehr du dich anpasst und konform machst und Sachen erfüllst, die du glaubst, dass erfüllt werden müssen von dir, damit du das erreichen kannst, was du willst. Das ist der falsche Weg, das ist die falsche Richtung. Der einzige klare Weg ist, dass du dir erlaubst, zu sein, wer du bist. Dass du dir erlaubst, zu sein, wer du willst. Dass du dir erlaubst, das zu wollen, was du willst. Dass du dir erlaubst, deine Regeln rauszuposaunen. Dass du dir erlaubst, dass es leicht sein darf. Dass du dir erlaubst, dass es zu dir kommt, dass du dir erlaubst, in diese Verbindung reinzugehen, in dieses unendliche Potenzial, wo du frisch und neu anfangen darfst und einfach sagen kannst, ich bin hier, bring it on. Und dazu kannst du dich nicht verstecken, weil wer soll dich dort finden, sondern du musst klar und richtig rausgehen und nicht. Du kannst nicht mehr ein Mäusebär sein. Du kannst nicht mehr Mäusebär-Beziehungen leben, wo du denkst, oh, es ist ja ganz nett und die mögen mich alle und da fühle ich mich wohl und da komme ich hin und gleichzeitig bist du einfach total frustriert, weil du nicht das erreichst, was du willst, weil du nicht das Leben führen kannst, das du möchtest, weil du finanziell immer eingeschränkt bist, weil du immer dich nach den Grenzen richten musst. Und das passiert nur, weil du glaubst, dass es Grenzen gibt, weil du glaubst, dass du dich eben nach Grenzen richten musst. Aber du kannst es alles ändern, du kannst es alles umschmeißen, du kannst nach den 100% unendlichen Potenzialen greifen. Unendlich. Aber dazu musst du jemand sein, der unendlich glaubt, unendlich denkt, unendlich fühlt, unendlich handelt, unendlich großartig ist. Und da gibt's keinen Prinzen, da gibt's keine Prinzessin, die dir das eintrichtern kann, wenn du es selbst nicht bist. Da kann auch ich auf dich einreden als Coach und sagen, oh, du bist so toll und oh, du hast so viel Potenzial und alles. Solange du es dir nicht erlaubst, das in dir selber zu spüren und dorthin zu kommen, an diesem Punkt, wo sich die Welt öffnet und du plötzlich sagst, oh mein Gott, wie habe ich mich klein gemacht? Wie habe ich mich versteckt? Oh mein Gott, dabei gibt es nichts und niemanden, vor dem ich mich verstecken muss, außer vor mir selber, vor meinen eigenen Gedanken, vor meinen eigenen Vorstellungen, die mich so klein halten. Und aus diesem Grunde habe ich schon so viele Frauen mitnehmen können und ihnen erlauben können, sich die Erlaubnis zu geben, großartig zu sein und Großartiges zu erwarten und Großartiges zu wollen. Ob du es glaubst oder nicht, das ist das Allerschwierigste. Es war auch für mich das Schwierigste. Das ist das Allerschwierigste für die meisten Menschen, diese Blackbox aufzumachen und reinzugucken und zu sagen, was will ich denn wirklich? Was ist denn da unten noch alles drin, was ich mir so wünsche und mich einfach immer davon abschneide, es mir nicht erlaube, dies überhaupt nur zu wollen. Und das ist für mich jetzt der Moment, wo ich sage, auch ich erlaube mir, mehr zu wollen. Und was will ich? Ich will es nicht mehr sehen, wie Leute leiden, weil ich selbst so eine Leiderin war. So eine Leiderin, bis ich körperlich so eine Leiderin war. Ich habe immer gedacht, ich bin die Tolle und ich wupp alles und ich organisiere alles und ich kriege alles unter einen Hut und ich schaffe alles. Aber ich hätte nie gewusst, dass ich so eine Leiderin bin hinter dieser ganzen Fassade, dass ich als so ein armes Mäuschen, Würmchen bin, das so leidet, wenn mein Körper nicht plötzlich gezeigt hat, hey, guck mal, wie du leidest. Guck mal, wie du leidest. Guck mal, wie du nicht vorwärts kommst. Guck mal, wie du dich nicht bewegen kannst. Guck mal, wie du Schmerzen hast.
Ich muss das mit dem Holzhammer erfahren. Und zum Glück, weil dieses kleine Stimmchen in mir, das immer größer werden durfte, das gesagt hat, Patricia, deine Probleme sind nicht körperlich. Patricia, deine Probleme, dein Körper sagt dir nur, was in dir vorgeht, was du denkst und glaubst von dir, vom Leben, wie das Leben funktioniert, was die Regeln dieses Lebens sind und wie du dich da reinquetschen musst. Und diesen Weg bin ich gegangen und ich sag's euch, ich bereue es keine Sekunde lang. Und ich bin ja so ein dickköpfiger Mensch, wenn ich nicht so gelitten hätte, aber trotzdem gleichzeitig so klar gewusst hätte, dass mein körperliches Leiden, dass mein kaputter Rücken, dass meine Ischias, dass meine kaputte Hüfte, die mich keinen Schritt hat laufen lassen, nicht mein Problem ist. Und so viel Schmerzen. Und ich wusste, es ist nicht mein Problem, dass ich hier eine neue Hüfte brauche. Es geht nicht darum, dass mir irgendeiner was Neues hier einpflanzt. Es geht nicht darum, dass irgendein Chirurg irgendwelche Bandscheiben an meinem Rücken in Ordnung bringt, sondern ich muss mich in Ordnung bringen. Und wenn ich in Ordnung bin, dann wird mein Körper in Ordnung. Und das ist für alles so. Und das ist Heilung. Und ihr habt hier gesehen in diesen Interviews, ich habe mich so fest interessiert, wie passiert Heilung? Wie kann Heilung initiiert werden von einem Menschen zu dem anderen? Und ich bin darauf gekommen, es geht nur so, dass der eine dem anderen so lange die Türe öffnen kann, bis der andere da durchgeht und sagt, yes. Jetzt bin ich hier und bereit, komplette Heilung anzunehmen, heil und komplett zu sein. Und das heißt eben, heil und komplett zu sein, mit all meinen Wünschen, mit meinem kompletten Sein, am richtigen Ort, hundertprozentig okay. Und dass alles, was ich will, alles, was ich sagen möchte, alles, was ich fühle, ist erstmal okay. Und dann kann Heilung passieren. Und das ist so, so wichtig zu verstehen, dass diese Heilung auch auf allen Ebenen passieren darf, kann, muss. Weil ich bin auch davon überzeugt, dass diese ganzen Geldsorgen aus meinem Business, die ich in mein Leben getragen habe, das war nur ein Spiegel meiner Kleinheit, meiner Wertlosigkeit, meiner Überzeugung, dass ich nicht gut genug bin, um mehr Geld zu haben, um frei zu sein von der großen Sorge, permanent bedienen zu müssen, zu können. Alle wollen was von mir. Ich hab's nicht. Wie kann ich's kriegen? Ich bin's nicht. Und so weiter. Ich hätte mich tot und abstrampeln können. Aus diesem Seinszustand heraus weiterhin. Dann hätte ich mich operieren lassen können, weiterhin wäre ich so gewesen, hätte mich abgestrampelt mit einer künstlichen Hüfte in diesem kleinen Mäusebär-Seinszustand und das wäre die nächste OP gekommen. Da bin ich mir 100% sicher, dass wenn wir den Seinszustand, wenn wir unsere Ansicht über uns selber, unsere Ansicht über das Leben, wie es funktioniert, unsere Anbindung an das Feld, an das Universum der unendlichen Potenziale, das uns geschaffen hat. Wenn wir das nicht zulassen, wenn wir das nicht leben können, dann werden wir nicht heil, gesund und glücklich werden. Es wird nicht funktionieren. Du wirst immer ein Mäusebär bleiben, der Liebe sucht, der Anerkennung sucht, der auf seinen Prinz wartet und nichts kommt. Wir müssen es selber machen. Selber. Wir sind nur wir da. Es gibt nur uns. Und mit uns können wir doch arbeiten. Und das ist meine Message. Das ist meine riesengroße Message. Ich habe so tolle Frauen kennengelernt auf meiner Coaching-Reise. Und es hat mir so viel Spaß gemacht, das Potenzial in ihnen zu eröffnen und ihnen zu zeigen, dass es nichts gibt, was sie beengt oder beschränkt oder beschränken muss, rein gar nichts. Und das ist meine Mission. Ich möchte jedem sagen, zeigen,
dass es nicht sein muss, zu leiden, klein zu sein oder sonst sich irgendwie von etwas abzuschneiden, was man denn gerne hätte, nur damit man anerkannt und geliebt wird, dass man es richtig macht, dass man okay ist. Man kann nicht okay werden als einer, der nicht sich okay fühlt. Und es ist so wahnsinnig schwierig, sich okay zu fühlen, weil wir haben diese Erlaubnis nie bekommen, sondern im ganzen Gegenteil, wir sind so sozialisiert worden mit allen, von allen Seiten, von Eltern, Schule, Bekannte und so weiter und so fort. Wenn du das willst, musst du das machen. Wenn du das haben willst, musst du erst das machen und das machen und das machen. Schau doch mal unsere Gesellschaft an. Keiner sagt dir, du musst erst das sein, damit du das haben kannst. Und du kannst sein, was du willst. Das ist so eine klare, einfache Message. Und diese Message, die will ich raushauen und da will ich Leute unterstützen. Und dann hört es auf mit Leiden, dann hört es auf mit Kranksein, dann hört es auf mit ausgeliefert sein, irgendwelchen ärztlichen Diagnosen, irgendwelchen Voodoo-Curses, Verfluchungen. Dann hört es auf mit diesen unterbewussten Programmierungen, mit Armutsgelübden und so weiter und so fort. Also Spirituelle sagt ja, oh, Flüche, Flüche, Flüche. Ja klar, Flüche überall und diese Flüche, die nimmst du auf, als seien sie deine. Und das ist wirklich für mich, ich explodiere fast, weil ich immer wieder sehe, oh, ich fühle mich so schlecht und der hat mich verletzt und hier habe ich probiert und da bin ich nicht gut genug und so weiter und so fort. Und da mal wach zu rütteln und zu sagen, hey, wieso nicht? Wieso bist du nicht happy? Wieso freust du dich nicht über dein Sein? Wieso freust du dich nicht über dein Leben? Und dann komme ich immer, ja, weil. Streiche alles weg und mach's einfach. Mach's, triff eine Entscheidung. Es ist dein Leben, es ist deine Zukunft. Du entscheidest, was passiert mit dir. Du entscheidest, wie die Menschen auf dich reagieren. Du entscheidest, wie dein Business funktioniert. Du entscheidest, was du willst. Und es ist so einfach, wenn du es deinem Verstand irgendwann mal klar gemacht hast, dass das, was er denkt, einfach alter Käse ist. Es stimmt nicht. Die Welt funktioniert anders. Und wenn ich es mal kurz sagen darf, deswegen ist ja alles so geheimnisvoll und diese ganze Spiritualität und alles ist so kompliziert und man sagt dir, du musst das und das und das und das machen und wenn du das und das nicht gemacht hast, dann kannst du nie das und das haben. Alle versuchen dir einzutrichtern, dass du bestimmte Protokolle, bestimmte Abläufe verfolgen musst, damit du irgendwas haben oder sein kannst. Aber ich schwöre dir, es ist nicht so. Du musst es nur entscheiden. Du musst es entscheiden, du musst es zulassen, du musst es erlauben, das zu sein, wie du willst und dich zu fühlen, wie du willst. That's it. Dazu musst du nichts Spezielles machen. Du musst entscheiden und du musst sein und du musst dein Sein üben und alles, was dir im Weg steht, musst du einfach wegputzen. So einfach ist es. Es gibt nicht den Weg, es gibt nicht das Protokoll, sondern es gibt für jeden seinen Weg. Sein Weg, den kannst du dir hier runterladen, channeln. Du musst einfach nur sagen, was willst du, was will ich? Und dann stellst du die Frage, okay, wie komme ich dorthin? Und das ist auch das, was Dr. Joe Dispenza immer sagt. Hier ist deine Zukunft. Dein Körper wird angezogen. Aber dein Körper wird nur angezogen, wenn du den Weg frei machst. Aber wenn du hier 100.000 Bedingungen und Gründe, warum es nicht gehen sollte und warum du vielleicht diejenige, derjenige sein solltest, der das und das mal falsch gemacht hat oder hier zu wenig hat, dann kommst du da nicht hin. Nur wenn du den Weg freiräumst, kommst du dorthin. Und dann musst du kein Protokoll verfolgen, sondern du entscheidest, ich bin hier, ich will dahin, alles klar, let's go. Und ich weiß, unser Unterbewusstsein, all diese Konditionierungen, Glaubenssätze, bla bla bla, die sind ja auch noch da. Aber sie müssen nicht da sein. Du kannst sie einfach streichen. Du siehst ihn, streich. Ja, und in diesem Sinne, ich bin so engagiert und das liegt auch daran, weil ich ab 1. August
Möchte ich ein Gruppencoaching? Werde ich nicht, möchte ich. Ich mache ein Gruppencoaching-Programm. Ich mache wirklich ein Mastermind, das leicht und easy geht. Und alle Leute, die sagen, okay, ich habe es jetzt nicht geschafft, ich bleibe immer wieder stecken, ich suche den Weg, aber ich kriege nicht, es ist immer so schwer, alles liegt mir immer wieder im Weg, ich räume es weg und dann kommt wieder das Problem und dieses Problem. Dieses Mastermind, das wird ein halbes Jahr gehen, weil ich habe gemerkt, in den 2 Monats-Coachings, da passieren grandiose Sachen. Aber um das wirklich zu halten, um das zu sein, um das zu leben, um diese neue Person in die Welt rauszuschicken, das ist wie ein Kind, das geboren wird und das wird neu geboren. Du wirst neu geboren und nachher brauchst du Zeit, um laufen zu lernen und nachher brauchst du Zeit, um sicher zu laufen und irgendwann mal lernst du locker, leicht und flockig durchs Leben zu joggen. Und ich habe gemerkt, in diesen 2 Monats-Coachings, die ich mache, passiert Grandioses. Und es braucht einfach noch mehr Container, mehr Begleitung, um das Ganze wirklich 100% zu implementieren. Und das werde ich lancieren. Das werde ich euch die Details dazu sagen. Ich kann es euch jetzt schon sagen. Wir starten am 1. August. 1. August wird der Startpunkt sein. August, September, Oktober, November, Dezember. Übers Jahr hinweg. Am Januar. Im 1. Januar rauschst du mit neuer Geschwindigkeit, mit neuer Persönlichkeit, wenn du dabei warst, in deine neue Zukunft. Es ist eine Entscheidung und ich sag's euch, diese Entscheidung lohnt sich so, so fest. Ich werde jetzt am 24. Juli, werde ich 51 Jahre und ich habe so, so lange gebraucht und ich appelliere an euch alle, die hier zuhört, ob ihr jünger oder älter seid, es muss einfach nur die Entscheidung sein. Es ist nie der richtige Moment. Es ist wie beim Kinderkriegen. Entweder willst du Kind oder nicht. So, und dann musst du es entscheiden. Und dann kommt's. Und dann geht's los. Und es ist nie der richtige Moment. Und du bist nie vorbereitet. Aber du willst. Und ich finde, Leiden ist scheiße. Niemand muss leiden. Dieses Leidensbewusstsein, diese Leidensmentalität, diese Mäusebär-Mentalität, dass wir uns alle so klein machen müssen und konform und reinpassen und so weiter. Es ist vorbei, vorbei, vorbei. Niemand mehr muss Mäusebär sein und niemand mehr muss sich klein und kleiner machen, sondern jeder darf alles haben, was er will, aber alles, und zwar jeder. Okay, so, jetzt gehe ich flockig joggen mit meinem Hund und wünsche euch einen wunderschönen Tag, die das schauen, heute Abend, Think Big Club, das ist so ein Mini-Container für die Leute, die sagen, okay, ich bin noch nicht ready, die große Entscheidung zu machen, aber ich will meine Energie boosten, ich will dabei sein. Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Dieses ein Monat, das 6 Monats-Halbjahresprogramm, das wird wirklich ein intensives Mastermind sein, das all meine Erfahrungen da reinpoolt und dich boostet und du darfst frei sein und du darfst abgehen und du kannst deine ganzen Einschränkungen einfach hinter dir lassen und somit wirst du automatisch gesund. Somit wirst du automatisch von der Energie deines Lebens in die Fülle gezogen, und zwar in die Fülle in Beziehungen, die Fülle in Freude, die Fülle in Geld, die Fülle in deinem kompletten Seinszustand, weil das ist unser Normalzustand, Geburtsrecht für alle. Also, jetzt gehe ich. Bye.